Gerade findet die Nationalratssitzung statt und sie fangen an schon wie eine einzige Koalition zu sprechen. Da hier haben wir den Livestream, den ich gerade gestoppt habe. Da redet gerade die Dame, die die EU-Fahne drauf hat. Nicht nur die Österreich-Fahne, sie muss mit der EU mal laufen, die NATO-Beate Reisinger, Heiselreiniger, so. Ich verspreche mir bei den Namen nicht mehr. Und man hat gesehen, wie ÖVP, SPÖ, NEOS dieselben Worte verwenden. Kein weiter wie bisher, Reformkoalition. Also zwei Tage oder vielleicht zweieinhalb Tage nach dem sogenannten Regierungsauftrag, nachdem das erste Mal in der Geschichte Österreichs dem nicht an die stärkste Partei gegangen ist, sprechen die alle schon, als hätten sie schon eine fertige Koalition. Und jetzt möchte ich euch noch einmal das zeigen. Die fertige Koalition gibt es. Ich zeige euch hier die Internetseite von Ö24, wo man ganz klar sieht, es gibt einen Geheimplan für die neue Regierung, geschrieben bitte von keinem Geringeren als dem Wolfgang Fellner am 26.07.24, also vor Monaten, also nicht einfach vor ein paar Tagen, ja, Geheimpapier. Dann steht da auch ganz wichtig, die verhandeln seit Wochen. Seit Wochen, das heißt, im Juli diesen Jahres wird seit Wochen schon verhandelt. Das heißt, wahrscheinlich seit ein, zwei Monaten. Das heißt, 3, 4, 5 Monate vor der Wahl haben die schon angefangen, eine Koalition zu machen. Ja, da steht drinnen, bitte weiter. Ja, und zwar hier. SPÖ NEOS wird vereinbart, dass die zweitstärkste Partei, den Kanzler stellt und Äußeres, Inneres, Verteidigung, Justiz, Wirtschaft bekommt. Die haben schon gewusst, dass sie Zweiter werden. Die ÖVP hat schon gewusst, das alles ausgepackt. Das war alles von langer Hand beschlossen. Und jetzt der nächste Beweis, dass das 1:1 umgesetzt wird. Wen hat die SPÖ nominiert als Parlamentspräsidentin? Die Doris Bures. Und jetzt schauen wir uns das an. Die SPÖ bekommt das Nationalratspräsidium. Bures wird als Nationalratspräsidentin gesetzt. So. Und wen hat die SPÖ nominiert? Die Doris Bures. Genau. So ein Zufall aber auch, oder? Das ist doch ein richtiger Zufall. Übrigens, mit der Bures soll Folgendes passieren. Da hier steht's, bei der nächsten Präsidentschaftswahl sollen sie von den türkisen Grünen und NEOS wohlwollend unterstützt werden. Genau das, was beim Van der Bellen war. Wohlwollend unterstützt. War das der Gegendeal, Herr Bundespräsident, dass Sie hergehen und jetzt mit allen Mitteln undemokratischer Natur als Antidemokrat die stärkste Partei nicht den Regierungsauftrag geben, wie es seit dem letzten Weltkrieg jedes Mal der Fall war hinsichtlich Regierungsauftrag? War das der Deal? War das das Gegengeschäft, dass Sie unterstützt werden von allen anderen Parteien, damit Sie genau das jetzt machen? Sind Sie der Antidemokrat? Ich glaube ja. Ich glaube, Sie sind nur Schlimmeres als ein Antidemokrat. Aber darauf möchte ich mich jetzt nicht weiter auslassen. So, und das ist genau die Geschichte. Und die Doris Bures steht auch in diesem Pakt, Monate vor der Wahl beschlossen, in diesem Pakt, die Doris Bures soll dann als nächste Bundespräsidentin von allen unterstützt werden. Demokratie. So, der Geheimpakt würde somit zwei politische Ertrinkende retten, schreibt der Wolfgang Fellner, ein Dinosaurier, was Politik und Journalismus angeht, nämlich den Nehammer, der trotz Wahlverlust gewinnt, und den Babler, der in die Regierung kommt, obwohl auch er einen riesen Wahlverlust hat. Das ist alles bitte 2 Monate vor der Wahl schon veröffentlicht und seit Wochen vorher schon besprochen worden. Ja, das ist die Geschichte, um die es geht. Ja, und eines ist klar, und da steht da auch, eines ist klar, Nehammer bleibt Kanzler. So, das haben wir alles vorher schon gewusst. Das war alles ein Schauspiel von der grün angemalten, Rauchschwaden produzierenden Mumie in der Hofburg, die nicht gewählt wurde beim ersten Mal, weil ein Wahlbetrug da war, da hat man erst wiederholen müssen. Und der scheinbar für die Unterstützung der anderen Parteien jetzt den Kickel weggekickt hat. Das ist Demo.
Demokratie. Und deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen Volksabstimmungen, dass eine Volksabstimmung auch eine Regierung wegwählen kann, dass eine Volksabstimmung einen Bundespräsidenten wegwählen kann, wenn er das Volk belügt. Das brauchen wir. Direkte Demokratie durch Volksabstimmungen und als Obmann des Vereins für direkte Demokratie durch Volksabstimmungen ist das mein Ziel. Eines meiner Hauptziele. Aber wir werden auch Megademos machen rund um diese riesengroße Verschwörung, eine Verschwörung gegen den Wählerwillen, die stattgefunden hat, wo der Bundespräsident, die ÖVP, die SPÖ und die Nenos drinnen involviert sind. Das ist eine Verschwörung gegen den Wählerwillen, aus meiner Sicht nicht nur undemokratisch, sondern ein politisches Verbrechen, ein politisches Attentat auf den Wähler, eine Verschwörung gegen den Wählerwillen. Und wir werden dagegen auf die Straßen gehen. Ich werde das Datum noch verkünden, wo wirklich ganz viele dabei sein werden. Jetzt finden schon einige kleinere Demos statt und dann kommt die Megademo. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bitte abonnieren und kommentieren, wie du das siehst. Der Nationalratspräsident wurde noch nicht beschlossen. Wir werden schauen, ob sie da auch noch Probleme machen werden. Falls ja, werde ich darüber berichten. Bitte abonnieren, kommentieren. Alles Gute. Wir sehen uns. Widerstand ist und bleibt Pflicht.